auf. Wir fangen an mit Aufwärmen, also ganz normal. Also wir dehnen uns, dann ein bisschen laufen. Also jeder macht das ein bisschen individuell. Und dann gehen wir zum Tisch. Da spielen wir uns ein, so zwischen 10 und 15 Minuten. Klassisch, also ein bisschen Vorhandseite, Rückhandseite, ein bisschen Topspin, Topspin. Und dann also ein Standardtraining, also das sind 4 Übungen zwischen 8 und 10 Minuten. Jeder Spieler hat seine Übungen, das ist nicht gleich natürlich. Und dann wir gehen langsam in unregelmäßige Übungen. Zum Beispiel der Gegner blockt 1 bis 2 Mal in eine Seite, 1 bis 2 Mal in andere Seite oder einfach blockt mit dem Rücken über den ganzen Tisch. Ja, für mich sehr, sehr wichtig ist erstmal die Beinarbeit. Also ich bin ein ziemlich großer Spieler mit 1,90. Die Asiaten sind eher mal einen Tick kleiner. Die können sich ja noch ein bisschen flinker bewegen. Deshalb lege ich da viel Wert drauf, dass sie eben die Füße schnell und gut bewegen. Dazu muss man relativ tief stehen. Dass man auch einfach eine gute Spannung im Körper hat. Man muss sehr beweglich in der Hüfte sein, weil man eben viel ausholen muss. Und ich denke, das Allerwichtigste in fast jedem Sport ist das Mentale einfach. Bei uns geht es alles so schnell, wenn man sich da mal über einen Ball ärgert, dann sind direkt die nächsten 3, 4 Punkte auch wieder weg. Deshalb arbeite ich da persönlich auch viel mit einem Mentalcoach zusammen. Ja, grundsätzlich simulieren wir auch so ein bisschen so Wettkampf-Routinen, also Punkte angucken, sich mal kurz rausnehmen aus dem Spiel, sich wieder neu zu konzentrieren, neu durchzuatmen. Einfach so klassische Taktiken, die aber einfach große Wirkung haben, wenn man irgendwie mal in einem negativen Fluss ist oder mal ein paar Fehler am Stück gemacht hat, weil Tischtennis einfach so schnell ist. Da ist es unvermeidbar, dass man mal ein paar Fehler macht, aber die eben schnell abzuhaken, ist sehr, sehr wichtig. Kraft und Ausdauer, beides sehr, sehr wichtige Themen. Ausdauer, wir gehen auch relativ viel joggen, weil Turniere eben sehr, sehr lang sein können. Training geht über 2 Stunden. Dass man da einfach auch die Konzentration dann halten kann, eben über so einen langen Zeitraum. Kraft, sehr, sehr wichtig, vor allem Beinkraft, weil man eben so tief stehen muss und das auch über einen sehr langen Zeitraum, also dass man da einfach die Kraft hat, lange tief zu stehen und die Spannung zu halten. Das ist einfach das Schöne an dem Sport, finde ich, dass man so viele Facetten braucht und auch trainieren kann und da eigentlich immer was findet, was man verbessern kann.